Wir spielen den traditionellisten Fluch und der große Feuersalamander, den wir noch keinen Namen gegeben haben, fällt mir gerade auf. Wie heißt, kennt ihr das noch von der früher diese Schuhmarke? Was, wie hieß der? Wie hieß der denn? Der hieß Lurchi. Lurchi, genau. Ich finde das ja Müssen wir super. einen mittelmeistäterischen Namen geben. Er ist groß und freundlich. Ich kann jetzt in Analogien an Pokémon-Namen sagen, es heißt jetzt Lurchor, aber das ist irgendwie auch dämlich. Nein. So ein Möchtegern-Drache. Das ist eine Fusion. Nein, der hat einfach irgend so einen ganz schwer auszusprechenden magischen Namen und wir nennen den halt Lurchi. Er wird immer sich beschweren darüber, dass er heißt eigentlich anders und dann kommen sehr viele komische Zischlaute. Da kommt so ein Ja, ganz genau. langer, ja, so Zischlaute, so ganz lang, so fängt mit L an und hört mit I auf und deswegen haben wir das einfach abgekürzt, Lurchi. Ja. Meine lieben, unerschrockenen Scouts, die Iris haben schlechte Nachrichten gebracht. Irgendjemand hat den Ort, der eigentlich Freude bringen sollte, mit einem Trinket belastet. Der Pausierer war wieder unter uns. Er hat der örtlichen Lehrerin, der Miss Shirley Eisbett, sie ist die Rektorin an der Shadowbrook Elementary, ein Geschenk gebracht und es hat schon Probleme gemacht. Es verwurzelt sich in den alten, wenig effizienten Wegen. Der Fluch füttert ihre Sturheit und Uneinsichtigkeit und wird ihre Ambitionen dahingehend immer weiter verstärken. Jenseits dessen ist die übernatürliche Kraft, die das alles verursacht, ein Grund, warum immer mehr der SchülerInnen den Ideen von Miss Shirley immer mehr anheimfallen. Und mögen sie noch so rückwärtsgewandt sein. Genau. Und hier steht so: Host the following Scout with the highest Smart Wert. Wer von euch ist denn jetzt die smarteste Person? Ich. Außer hier Medic hat sich auch eine 2 gegeben. Habe ich. Ja. Dann könnt ihr wohl auch einfach teilen. Ihr seid irgendwie vertraut mit der Frau Isbat, also Izbat. Ihr habt mal erfolgreich im Student Council letztes Jahr gegen eine ihrer Vorhaben sie dafür gesorgt, dass sie overruled wurde von eurer Seite. Was war der Grund? Und warum habt ihr da, und wie habt ihr es geschafft, das Schoolboard, also die Schulleitung davon zu überzeugen, dass sie in eurem Sinne damals agiert hat? Vielleicht sind die ja gerade aus der Elementary raus. Das ist 13 gar nicht mehr so ein schlechtes Alter an der Stelle. Auf jeden Fall habt ihr der werten Frau damals sie davon abgehalten, irgendeine Idee durchzusetzen. Die Frage ist, welche Idee war das und wie habt ihr die Schulleitung überzeugt, gegen die Lehrerin zu agieren? Ich habe gerade so eine Idee, ob das irgendwas zu tun hatte, dass die irgendwie verbieten wollte, dass man irgendwie, also irgendwas mit der Schulbibliothek, dass sie halt irgendwie beschränken wollte, was es für Bücher da gibt oder wie lange man die ausleihen darf oder irgendwie sowas. Eine rote Liste ist ziemlich gut. Moderne Wenn das Literatur. nicht irgendwie too close to home ist für Anwesende. Vielleicht wollte sie bestimmte Bücher an der Grundschule auf jeden Fall nicht sehen. Ja, ich glaube, die wollte einfach so generell irgendwie alles regulieren, was wir lesen dürfen. Und auch irgendwie so ohne Aufsicht und so. Und da haben wir gegen argumentiert. Und ich glaube, vielleicht habe ich einen sehr wohl formulierten Brief an die Schule, also was immer das Schoolboard ist, quasi geschrieben und halt dargelegt, warum es wichtig ist, dass wir zur Entwicklung unserer geistigen
Fähigkeiten halt auch provokative Dinge lesen und auch frei entscheiden und dass wir zu mündigen BürgerInnen werden und wie wichtig das ist und dass das doch nur im Sinne der Schule sein kann, dass wir unseren Intellekt entwickeln und mit einer Vielzahl von Ideen und Lebensweisen konfrontiert werden. Und aber ich habe den auf gar keinen Fall selber dahin gebracht, weil das hätte ich mich nie getraut. Das hat bestimmt Becky für mich gemacht. Ich habe das dahin gebracht. Ja. Ich glaube, du hast es vorgelesen. Mhm. Wir haben so Teamwork gemacht. Ja. Ja. Aber ich wusste irgendwie, wenn ich da vor dieser Versammlung sprechen muss, das kann ich auf gar keinen Fall machen. Und dann habe ich dir das so vorgeschrieben. Und du hast es, glaube ich, sehr, sehr cool vorgetragen. Ich habe gerade ein paar parallel mal nachgeschaut. Das School Board ist einfach die Schulbehörde. Ja. Okay. Also das ist halt eine sehr, sehr amerikanische Perspektive da drauf oder angelsächsische Perspektive. Aber auf jeden Fall die Schulbehörden davon. Die auch in Amerika. Genau. Dann passt das ja auch. Genau. 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 Dann schaut Lurchi, der ja nicht so heißt, weiterhin. Dann vielsagend mit seinen großen glühenden Augen an, die und deine Flecken, die entsprechend das sehr freundliche Lurchgesicht entsprechend in dem Dunkeln des Abends leuchten. Meint er nur, ich habe die Iris ausgeschickt, weiter für euch Hinweise zu finden. Und ich habe auch schon gehört, dass die Mitglieder des Schoolboards, also der Schulbehörde, gerade aktuell in der örtlichen, wir haben von den Ort noch nicht genannt, also wie gesagt, der County ist in Clawfoot nach dem Fluss benannt und der Ort heißt eigentlich Shingleford. Aussprechen. Ich glaube, du musst uns noch mal einen Namen aufschreiben. Okay. Dass auf jeden Fall dort bei Ende der Woche wieder eine Sitzung von der Schulbehörde ist im örtlichen Community Center. Und bis dahin muss auf jeden Fall sichergestellt worden sein, dass der verfluchte Gegenstand nicht allzu sehr um sich greift. Ihr müsst also entsprechend bis dahin schauen, dass ihr alles zusammenkriegt. Genau. So, dann wäre, wer hat den höchsten Wert in Attuned? Von euch. Wer jetzt vorschlagen? Ich habe eine 1. Auch eine 1. Bietet mehr. 0. Ich sehe schon, Millie wird dann anderweitig glänzen. Ich bin vor kurzem erst hergezogen, also erst wieder in die Schule, da vielleicht weiter kennst für die Schule kommen. Bis Isbeth einfach noch nicht gut genug. Genau. Ihr dürft noch ein weiteres Detail nämlich festlegen, nämlich die Frage ist, welche Form hat der Tant, das Trinket, der verfluchte Gegenstand, der nur so lange wirkt, wie er im Besitz von Shirley Eisbett ist? Also die Frage ist, was ist der verfluchte Gegenstand, den wir suchen werden? Was könnte der Hausierer ihr gegeben haben, was ihr initial gefallen hat und sie dann peu à peu mit Hilfe der übernatürlichen Fluchwirkung dann korrumpiert hat. Ich habe gerade sehr diese Miraculous Ladybug-Geschichten dabei, wenn ich das Wort erkläre. Okay. Ich weiß nicht, wo das jetzt wieder herkommt. Naja. Ich habe gerade so einen Briefbeschwerer. Welche Form hat der so prominent auf ihrem Schreibtisch platziert hat. Mhm. Das ist eine Tierform. Oh ja. Irgendwelche Tiere, die Salamander fressen? Vielleicht Vögel? Ein Storch. Ja. Großer Storch auf einem Podest, das schwer genug ist. Mhm. Ja, was von der Stadt ja, also, aber ja. Ja, also eigentlich ist es halt unten, eigentlich ist es sozusagen, das wirklich Schwere ist, wahrscheinlich irgendwie so ein Hausdach mit einem Nest obendrauf und dann steht da halt so ein Storch. Mhm. Man kann nicht. Okay. Das traditionelle Familienbild oder irgendwas ähnliches wird wahrscheinlich als Plakette drunter stehen. Traditionell bringt ja der Storch die Babys. Ja. Auch immer auf diese dämliche Idee immer kam. Genau. Miss Isbeth ist auf jeden Fall sehr bekannt für ihre Verbohrtheit, ihre Sturheit. Ist very stubborn, steht hier in ihrer eigenen Art und Weise. Und, wird eben auch als Schuldirektorin so gesehen das harte Regiment in dieser Grundschule. Ja, wie gesagt, die Schulbehörde wird sich diese Woche noch treffen. Also wie gesagt, die Ausgangssituation. Genau. Und die, wir haben,
Und im Gegensatz zu den bisherigen klassischen Kraft- und Buddelwutsch-Systemen, die ich bis jetzt kenne, wird das Ganze jetzt in zwei Teile aufgedröselt. Normalerweise sammeln wir Hinweise, um den Fall am Schluss zu lösen, aber hier gibt es zwei Formen, nämlich die Frage von zwei Fragen. Nämlich die erste Frage ist, die ihr lösen müsst, und deren Komplexität ist eine 2. Also ihr braucht mindestens zwei Hinweise und entsprechend eine erfolgreiche Probe darauf, um dann die nächste Frage zu auszulösen. Nämlich die erste Frage ist, hat natürlich, warum sollte ich diese Frage stellen, welche Form das Trinket takes? Dann würde ich jetzt die Frage einfach ändern und sagen, wo ist jetzt das verdammte Trinket hingekommen? Das ist aber didaktisch ja blöd aufgebaut, wenn ich die, okay. So Form, bist du wie bei der Dream, oder? Ich bin gerade verwirrt, weil hier steht, post the scout with the high attune, or one to choose, a detail of the story tells whatever form it take, the trinket only power. Jetzt habe ich es falsch übersetzt wahrscheinlich. Das ist jetzt gerade mein Fehler gewesen. Whatever form it takes, the trinket only has the power as long as Shirley remain principal. Völlig mein Hirn. Ja, aber ich verstehe das auch so. Dass. Naja. Oh, warte, nee, doch, du hast vollkommen recht. Ja. Aber, also irgendein Detail aus der Geschichte. Genau. Wir definieren das Detail von der. Also wir streichen den Briefbeschwerer. Okay, wir streichen mit, genau. Das wissen wir noch gar nicht. Rauseditieren. Vielleicht ist es ja ganz was anderes. Ja. Weil in Wirklichkeit geht es um das, definieren wir das Detail aus der Geschichte, was uns das sagt, dass dieses Trinket nur so lange machtvoll ist, wie sie halt Schuldirektorin ist. Okay. Und dann müssen wir nämlich später erst rausfinden, welche Form das Trinket hat. Und dann macht es auch wieder Sinn. Ja. Das ist aber echt auch nicht, es ist echt verwirrend formuliert. Ja, und wenn man dann zu spät eine Stunde nach einem langen Arbeitstag dann noch versucht, simultan zu ersetzen, dann scheitert man mal an der Stelle. Ja, blöd gelaufen. Gut. Ja, nix. Ja, ist nicht schlimm, weil wir können das ja dann neu definieren. Wir xen das einfach und dann nehmen wir das raus und dann ist es nie passiert. Gut, also die Person mit dem highest Attune-Wert, das war, weil ich es jetzt begriffen habe, entweder Becky oder Casey. Also die Frage. A detail in the story tells you whatever form it takes, the trinket only has the power of as long as Shirley remains principal, and what is it? Also ein Detail der Geschichte besagt, dass das Trinket, egal in welcher Form, nur so lange Macht hat, die Schuldirektorin ist. Teil in der Geschichte? Also vielleicht so, dass man mal, was ich, ein Gedicht darüber gehört haben oder sowas? Oder wie ist das zu verstehen? Wahrscheinlich das, was Luchi uns erzählt. So wie das jetzt verstanden. Achso. Ja, also ein Teil der Geschichte besagt, dass das Trinket, egal welche Form es annimmt, nur so lange Macht hat, wie Shirley eben Principal bleibt. Und das ist die Frage, was ist dieses Detail? Also was lässt euch daran glauben, dass ihr, wenn ihr das Trinket so lange Macht hat, wie sie in der die Schuldirektorin ist. Warum ist es an dieses Schuldirektorin irgendwie mitgekoppelt? So, ich das ist jetzt nochmal, wenn ich nochmal mehrfach durchlese, verstehen. Also es scheint irgendwie mit der Schule in Verbindung zu stehen. Wenn sie nicht mehr in der Schule wäre, hätte das Ding auch keine Wirkung mehr auf sie. Ich habe eine Idee. Vielleicht war das irgendein Satz wie und das. Solange das Trinket im Herzen des, ich sag jetzt einfach mal, warte, was ist der Schlachtruf von den Athletes? Go Paws? Go Wild Paws? Genau. Solange das Trinket im Herzen der Pfoten gehalten wird, wird es seine Macht behalten, und dann haben wir kombiniert, dass die Pfoten ja die Wild Paws sind, nämlich hier unser Ruderteam, und dass das Herz wahrscheinlich das Büro der Schule ist, also das Zentrum der Macht sozusagen, und haben dann geschlussfolgert, dass das muss irgendwo, also das muss halt damit zu tun haben, dass solange sie eben diese mächtigste Position an der Schule hat, solange hat das seine Wirkung. Wenn das für euch okay ist. Absolut. Ja, jetzt, und der Fall ist, wie gesagt, bei Kraft und Mittelwut war der Fall, dass ihr eben versucht herauszufinden, baut eine Theorie zusammen. Hier läuft es ein bisschen anders. Hier müssen wir Fragen beantworten. Die erste Frage wird sein, was für eine Gestaltenform hat das der verfluchte Gegenstand,
der einen Einfluss auf die Direktorin der Grundschule auswirkt. Und diese Frage hat eine Komplexität von 2, also ihr braucht mindestens 2 Hinweise. Also ihr solltet, also ihr startet mit -2, ihr könnt also auch versuchen, initial irgendwas zu erraten, wenn ihr erfolgreich haben solltet. Aber ihr bräuchtet dann halt 2W6, bei 2W6 eine, ja 2W6, damit ihr das erfolgreich ist, ohne irgendwelchen Nachteil. Also das ist ein bisschen schwieriger. Das ist ein Einstiegsthema. Und wenn ihr ein paar Hinweise dazu verbaut, dann wird es leichter. Und die zweite Frage, die dann noch aufgedeckt wird, hat eine Komplexität von 6. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit man dann schon verbrauchte Hinweise dann noch wiederverwenden kann. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, aber ja, das werden wir dann schon biegen. Ich glaube, das ist nicht ganz klar definiert. Also wenn es so funktioniert wie in The Between, dann kannst du die Hinweise immer nur einmal benutzen. Und im Zweifelsfall halt die Komplexität ein bisschen runtersetzen, wenn wir da irgendwie zeitlich in Verzug kommen. Ja, genau. Was noch zusätzlich sagen, also genau, der Curse Keeper ist auf jeden Fall Shirley Isbett. Jetzt check ich das. Ja? Isbett ist Fledermaus. Das ist der Name, Isbett. Und das klingt halt wie ist eine Fledermaus. Shirley Isbett. Ich denke, das ist eher ist böse. Genau, das ist noch viel besser. Ja klar, Isbett. Das ist auch mein Gedanke. Noch viel besser. Denkt mir irgendwie Michael Jackson immer noch sehr in meinem Kopf. Ich bin überzeugt. Ist auch ein ganz regulärer Nachname, wenn ich mich nicht völlig falsch. Sie ist übrigens Ende 60, also entsprechend macht es auch Sinn, dass sie das ist auch eine sehr schöne Beschreibung so an verschiedenen Sachen, wie man sie das beschreibt. Also Ende 60, Real Green Blues, also eine schrillgrüne Bluse, lange Socken. Hohe Heels, also High Heels, verlässt niemals ihr Haus ohne apply her signature sentence of perfume. Ach ja, okay. Also man riecht sie mehr oder weniger schon kilometerweit wegen La Parfum du Piet. Ich hatte nie Französisch gehabt. Ich muss da mal jetzt raten, wie ich das aussprechen soll. La Parfum du Piet. Oh mein Gott, das sind Füße. Füße, okay. Die hatten einen Fußparfum. Ja. Okay. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Okay. Okay. Faszinierend, ja, okay. Genau. Principal of the Shelbrook Elementary und sie ist besessen von der Idee, everything be as it back in the days, also früher war alles besser, könnte man es einfach im Deutschen übersetzen. Es war a strong battle, also auf jeden Fall verschiedene Regeln gelten natürlich immer. Processing rules on students' rights and plans make the school year a nightmare for everyone who dares to go against the status quo. Deswegen hat sie heute besonders lieb. Ja. Gut. Verständnis, das ist ja Grundschule, also Volksschule. Ja. Sind wir jetzt dann noch Schüler oder? Ich hoffe für euch nicht, aber ihr könnt es von ihr wollt auch noch sein. Also, mein Vorschlag wäre, damit wir jetzt nicht unsere ganze Charakteridee wieder ändern müssen, dass wir vielleicht einfach irgendjemand von uns ein jüngeres Geschwister hat, was noch auf dieser Schule ist. Und wir haben sie vielleicht noch in ihrem ersten Jahr irgendwie mitgekriegt. Und das ist sozusagen unser persönlicher Teil, weswegen wir uns irgendwie zuständig fühlen. Könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten würde ich ja, glaube ich, auch einfach sagen, lasst uns das doch handwählen. Das ist doch vollkommen egal, welche Schule das ist. Das ist halt die Schule, oder es ist halt die Schule, auf der wir sind. Fertig. Und die heißt halt einfach so. Weil es ist ja nicht wirklich relevant. Ihr Kinder rennt alle mit eurem Handys herum, macht Selfies, spielt kleine Spiele auf Instagram und als ich in eurem Alter war, mussten wir jemanden engagieren, der uns fotografiert. Wir mussten draußen spielen und tatsächlich miteinander reden. Tod von ihr. Sehr schön. Ja. Das ist ein schöner Drache. Genau, spezielle Regel. Es gibt immer für jeden einzelnen Fall auch spezielle Regeln. Wenn ihr der Frau zu nahe kommt, habt ihr auch potenziell ein Problem, weil dann könnt ihr entsprechend Miss Fortune eintreten.
wenn ihr entsprechend zu sehr den Einfluss von dem Trinket geratet. Mhm. Genau. Und wenn ihr nichts tut, passieren auch Dinge, dann geht die Welt zugrunde. Alles ja. wird besser, indem man rückwärts geht. Ja, not on my watch. Genau. Und dann den Anfangsregeln sehen. So, also, habe ich noch irgendwas gesehen? Also, ich sollte vorlesen, genau, im regular play. Genau, ich sollte euch die Komplexität, die Fragen gaben, das habe ich gemacht. Und do your best to follow the guidelines, das ist jetzt Schritt 11. Und es wird gesagt, wir werden ungefähr 90 Minuten brauchen. Mit Blick auf die Uhr werden wir wahrscheinlich nicht fertig. Und macht euch keine Sorgen, wenn ihr euch entsprechend Miss Fortune einsammelt. Ihr habt ja auch, wie gesagt, die Items, ihr habt die Slash, die Abzeichen, die ihr nutzen könnt, um entsprechend da euch davon wieder zu befreien. Und take your time and focus on the game basics, basically the moves, the abilities and the dice mechanic. Okay, also wir lassen uns einfach vom Fluss des Spiels einfach dann davon tragen und schauen, dass wir nur den Spielzügen auseinandersetzen und Hinweise sammeln. Genau, und dann wäre die Frage, wo wollt ihr anfangen, nachdem euch Lurchi, dessen Name so nicht ist, ihr entsprechend dann am nächsten Tag gut ausgeschlafen vorgehen wollt, um herauszufinden, was sucht ihr eigentlich und wie macht ihr das? Oder wollt ihr einen bestimmten Ort in der Stadt erstmal aufsuchen? Da habe ich auch noch ein paar Möglichkeiten, also hier verschiedene Orte. Die Polizeistation wäre eins, Frankie Steiner, die Library, die Docks, Fortuna ist Popular Eastern End of the Docks, owned by, okay, jetzt muss ich kurz mal schauen, was das ist. Die Town Hall gibt es natürlich, die Klinik gibt es, die wollten aber auslassen. Und da gibt es natürlich verschiedene Schlüsselpersönlichkeiten, die in so einer Stadt existieren. Genau. Jetzt so die Vorschläge, jetzt mal gucken, was Fortuna für ein Ort ist. Eine Popular Bar, okay. Die erstmal wird dann gewesen sein. Genau. Und also ich möchte natürlich dringend in die Bibliothek. Okay. Ich habe sicher noch Training. Doch eins der größten Gebäude. Fall. Also nicht die Schulbibliothek, weil da die hat ja nur eine begrenzte Auswahl, aber wir haben bestimmt eine Stadtbibliothek oder genau. so. Die Shingleford Library ist eins der größten Gebäude in der Stadt. Und wirklich im Zentrum der Stadt, gegenüber von der Stadthalle. Mhm. Und es sind halt auch unterschiedliche Poster, auch entsprechend dort in der, wenn man davor steht, die dann entsprechend irgendwas an neuen Events in der Stadt zu präsentieren oder wenn irgendwelche AutorInnen dort Lesungen halten. Genau, drin ist ein riesiger Repetitionsraum mit verschiedenen Hallen. Innerhalb und dann eben auch separate Räumlichkeiten für Kinder und eben, also für eine Kinderliteratur, Erwachsenenliteratur, einen kleinen Computerbereich und generell ist es einfach ein sehr leichter, wie ist Light and Dispages? Man fühlt sich auf jeden Fall da sehr frei. Genau. Aber paint the scene. What is the sort of literary event on the poster, die jetzt gerade beworben werden? Also welche baldigen Events innerhalb der Stadtbücherei werden hier gerade an den Postern beworben? Millie. Ich? Ja. Sollte man mal da hingehen? Musst du nicht hingehen, aber vielleicht... Nicht, die sind dir noch nie aufgefallen. Ich lese doch nichts. Vielleicht ist ja etwas auch drin, was vielleicht mehr dein Interesse weckt, wie zum Beispiel der zukünftige Stadtmarathon zum Beispiel. Ja, der läuft dran vorbei, das ist sicher da. Aber es wird doch beworben, oder nicht? Ja, aber am Sportplatz hängen da mehr. Okay. Casey, was hängt denn neben dem Stadtmarathon-Poster noch in dem Auslage von der Stadtbücherei? Das wirklich Interessante ist natürlich nicht der Marathon, sondern das wirklich Interessante ist gibt es die Preisverleihung vom Nachwuchs Literaturwettbewerb, also Kurzgeschichtenwettbewerb. Und da ich bin noch, glaube ich, noch nicht alt genug, also ich glaube, da darf man erst ab 14 irgendwie teilnehmen. Und ich warte sehnsüchtig darauf, dass ich da endlich irgendwie eine von meinen Kurzgeschichten einreichen kann. Aber ich dachte, ich muss da unbedingt hingehen, weil dann kann ich schon mal gucken, was da Preise gewinnt. Mhm.
Und das ist das Alleraufregendste für mich, weil nächstes Jahr kann ich, oh Gott, da muss ich da lesen. Na gut, da muss ich mir nochmal was überlegen, wie ich, aber ja, das Lese-Event vom Nachwuchsliteratur-Wettbewerb. Mhm. Großartig. Und Becky, wie sind denn hier so die Bücher organisiert? Die sind irgendwie anders organisiert, als man normalerweise von Büchereien es gewöhnt ist. Und warum? Nach was sind die Bücher hier sortiert? Nach welchen Kriterien? Ja, die sind irgendwie farblich sortiert. Die sind irgendwie hat die Bibliothekarin da so ein Faible für die Bücher nach Farbe zu sortieren. Die sind zwar schon so in den Bereichen Kinderbücher, genau. Krimis, das ist schon alles hat so seine Abteil, aber dann wird das nicht nach Autoren, sondern dann ist das farblich sortiert. Mhm. Ja, also dann ist gesehen ein schöner Farbverlauf, so dass gerade die langen Bücherwände eher aussehen wie so ein Regenbogen. Genau. Sehr schön. Die Bibliothek hat mir das auch mal erklärt, warum sie das macht. Ja. Nämlich, damit man mehr so zufällig was findet, was daneben steht, wenn man eigentlich ein Buch sucht. Weil natürlich soll es die Leute animieren, den Katalog zu benutzen und dann einfach um diese Entdeckungsfreude zu fördern, dass man nicht nur die Leute liest, also nicht nur die anderen Bücher von der gleichen Person, sondern eben was anderes findet, was halt auch einen grünen Einband hat. Mhm. Ja, so. Hat mich überzeugt. Hier gibt es auch so einen kleinen Kaffeebereich, wo man sich so aus einem kleinen Automaten irgendwie so einen Kaffee rauslassen könnte oder bei euch in dem Fall einen Kakao. Und die Frage wäre, was macht ihr aktuell in der Bücherei, um herauszufinden, wie ihr den Fluch, der über Shingleford entsprechend gerade kreist, begegnen, um herauszufinden, was hat Miss Isbett verhext? Also, ich gehe, glaube ich, einfach an den Computer und suche im Katalog. Nee, warte, ich suche nicht im Katalog, sondern ich frage die Bibliothekarin. Mhm. Ich frage die Bibliothekarin, ob sie irgendwie Bücher hat über, wie würde ich das formulieren, über kreativen Widerstand gegen autoritäre Vorschriften. Okay, ja, okay, ja. Und weil ich weiß nicht genau, wie ich danach im Katalog suchen soll und gebe ihr dann so Beispiele und sage, ich soll für den Geschichtsunterricht soll ich was schreiben, erzähle ich ihr. Und da suchen wir jetzt, da suche ich jetzt Literatur mit Beispielen. Und weil ich hoffe, dass, also meine Theorie ist natürlich, ich habe natürlich total die ausgelügelt, meine Theorie ist, dass wenn ich die Beispiele finde, dass ich dann auch zu der Quelle komme, woher die Autorität kommt. Und also, trust me. Okay. Gut, Ich habe meine Logik. Okay, mit welcher Logik versuchen wir es denn? Mit welcher Logik gehen die anderen denn vor? Also Casey ist auf jeden Fall diskutiert lange mit der Bibliothekarin, wir machen gleich am Schluss gleich die Probe, die dann vorschlägt, okay, ja, Widerstand 1984 vielleicht oder doch eher Popkultur, so Mockingbird, Hunger Games. Muss es in diese Richtung gehen oder fängt an zu diskutieren? Oder soll es eher was Autobiografisches sein, so Aufarbeitung vom Dritten Reich hinsichtlich die Geschwister Scholl oder eher doch vielleicht diese Verfilmung von Tom Cruise über das Bombenattentat auf Hitler? Und fängt dann an... Ja, ich nehme die alle. Okay, fängt dann an, dir entsprechend dann Farbcodes auf den Zettel zu schreiben. Hat dann so verschiedene diese Highlight-Stifte und färbt dann so einzeln. Okay, jetzt hat sie nimmt ein leichtes Gelb und fährt dann noch mit leicht Grün drüber und versucht die Farben so entsprechend verschieden zu stellen. Und gibt dir einen Zettel, gibt dir noch einen Zettel. Einfach abgleichen und gucken, wo die Farben passen und dann entsprechend oben wie unten absuchen. Okay, ich kenne das System ja auch. Ist das eigentlich schon mein Snoop-Move, also wenn ich nach einem Hinweis suche? Ja, das ist nur die Frage, ob das jetzt eher die Bibliothekarin bequatschen war oder ob das jetzt eher das systematische Suchen wird. Hm. Also meine These war ja, dass ich sozusagen in erster Linie halt das Wissen finden will und würde sagen, es ist smart, ja. Wenn das okay ist. Ja.
Ja, können wir gerne. Dann, oh, nice. Ich habe direkt eine 11 gewürfelt plus 2. Das sind also 13. Triumph. Nice. Okay. Okay, dann. Ein guter Start. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Start. So. Also, ich kriege einen Clou und ich kriege einen Eldritch Insight. Genau, das sind die beiden Ecke. Nice. So, dann schauen wir mal, was für ein Clou könnte helfen beim Traditionalisten. So, also, so, jetzt muss ich mal kurz nochmal durchgehen. Handwriting, Discarding, okay. Die anderen können mir wirklich mal beschreiben, was sie dabei tun. Dann habe ich ein bisschen Zeit gewonnen. Während ich mit Cassie gerade durch die Bücherregale laufe. Seid ihr mit in die Bibliothek gekommen oder seid ihr woanders hingegangen? Ich war auch, bin auch in der Bibliothek. Ich weiß nicht, was ich in der Bibliothek tun soll. Okay, vielleicht bist du ja auch. Du kannst meine Bücherstapel tragen. Ja, ich würde da, glaube ich, mehr intuitiv dran gehen und mal in der Esoterik-Abteilung einfach mal die Bücher so auf mich wirken lassen und dann so wahllos, wo ich denke so, oh ja, ich glaube das sieht gut aus, da schaue ich mal rein, ob ich da irgendwie was finde. Mhm. Gut, ich würde sagen, nachdem du, wie gesagt, ja eher ernsthafte Literatur gerade versuchst durchzuschauen, hinsichtlich Widerstand, da hatte ich ja, wie gesagt, auch teilweise mit erwachsenen Autobiografien und wirklich historischen Büchern ausgestattet, würde sie natürlich weit über meinem Alter. Genau, würde sie auf jeden Fall anbieten, dass der Hinweis eben Complaints about Shirley made by disgruntled parents passen würde. Mhm. Das wäre auf jeden Fall ein Hinweis, wie auch immer man das jetzt mit diesem der Frage beantworten kann. Ich mache jetzt mal irgendwie nur, so dass man sehen kann, so dass es auch schon verbraucht wurde. Genau, also Beschwerden von aufgebrachten Eltern über eben Shirley Isbeth, die sich darüber irgendwie darüber auslassen, dass wahrscheinlich nicht gerade fair ist oder beziehungsweise wahrscheinlich auch im letzten Elterngespräch vielleicht nicht mehr ganz so zugänglich war. Alles Mögliche können wir da interpretieren. Das ist ja das Schöne an diesen Hinweisen immer. Mhm. Ich glaube, können wir die Bibliothekarin irgendwie benennen? Oder gibt es sie schon als Charakter? Ich glaube, ich habe jetzt keinen. Ob ich jetzt hier bei den Leuten was hatte? Der Mayor, der Doktor, die Wohnerin, Doc Superside, Librarian, Clara Hoffman. Also, die möchte natürlich, dass wir sie alle Clara nennen. Und ich glaube, das erzählt sie mir alles, während sie mir halt da die ganzen Sachen aufschreibt und dann, ich glaube, die murmelt das mehr so vor sich hin, so dieses, ah, das ist auch wieder eins von diesen Büchern, die in der Schule verboten werden sollten. Da haben sich ja die Eltern auch beschwert und ich glaube, das sagt sie gar nicht so richtig zu mir. Aber ich glaube, dass nichtsdestotrotz kommt die Info bei mir an. Genau. Du kriegst noch ein Eldritch Insight. Genau, du findest dann, während du diese einzelnen Bücher rausziehst und guckst, ein Buch, das ist vom Buchrücken her ganz komisch. Mhm. Diese Schrift kennst du nicht. Das ist nicht Chinesisch, das ist auch nicht Koreanisch, das ist auch nicht Japanisch, das ist auch nicht Arabisch. Was ist das? Mhm. Und ziehst das Buch dann entsprechend dann raus, wenn ich den Eldritch hinweisen werde. Das Buch wurde auf verschiedene Arten und Weisen mit seltsamen geometrischen Symbolen bemalt. So eben Vandalized. Ein Buch, was irgendwie seltsam mit irgendwelchen geometrischen Formen, die keinen Sinn ergeben, bemalt wurde. Komisch, wer macht denn sowas? Ich hol das auch aus dem Regal und bring das zu Clara und sag: Oh nein, guck mal, was ich gefunden habe. Kann man das wieder reparieren? Kann man das noch entfernen? Das schöne Buch. Schau dann so auf. Das Buch ist ja komplett. Da ist ja nichts. Hä? Dreht das Buch um. Aber das muss irgendjemand. Aber das ist kein Buch von uns. Klappt das mal auf? Da ist kein komischer Aufkleber. Da ist keiner unserer Aufkleber drin. Das hat irgendjemand anders hier reingestellt. Wer? Alles gut, Kind. Das ist kein Schaden, das ist der Bücherei passiert. Aber das muss doch dann im Katalog stehen.
Also wenn es hier ist, dann muss es doch im Katalog stehen. Nicht noch irgendwas von den Schriftzeichen lesen könnte. Es hat nicht meine ISBN-Nummer, dreht es weiter um. Das muss ein schlechter Scherz sein, schiebt es wieder zu dir rüber. Ja, ich würde es mitnehmen. Würdest du es einfach in den Papierkorb werfen? Da drüben wäre er, nein. Aber... Gut. Also, vielleicht hilft es dir mit deinem... Du hattest doch dieses Häkelprojekt. Vielleicht kannst du dich davon inspirieren lassen. Oh ja, das Häkelprojekt. Ich habe keine Zeit für dieses Häkelprojekt. Aber darf ich das Buch behalten? Es gehört nicht der Bücherei. Also es steht auch kein Name drin. Also irgendwas keinen, den ich lesen könnte. Dreht es wieder hin und her. Dreht es dann nochmal um. Nee, auf Kopf gestellt, was zu aufwendiger sind. Reicht es dir rüber. Steck's in mein Buch. Meine Tasche. Oh, by the way, was mir gerade noch einfällt, ich muss noch würfeln, wie mein Buch drauf ist. Mein Lawkeeper's Tome. Ja, wahrscheinlich beschwert sich gleich das Buch darüber. Ja, genau. Ich dachte, das passt doch jetzt. Ich muss ganz gucken. Ich muss mit Attuned oder mit Smooth würfeln. Mhm. Dann würfel ich doch mit Attuned, weil da bin ich ein bisschen besser drin. Und ich würfel 2, 6. Also, ich habe eine 9. Das heißt, das Buch... fühlt sich mischievous, was ist denn mischievous auf Deutsch? Ich weiß, was es bedeutet, aber ich habe kein Wort dafür. Also frech und ändert immer leicht die Inhalte, die ich versuche zu lesen. Und ich kann dann das Misfortune misinformed nehmen. Weil ansonsten, ich nehme das Misfortune. Mhm. Misinformed. Ja. Wenn ich mein Buch befragen will. Ja. So. Vielleicht hat auch das komische Buch mit dem komischen Eldritch Science auch einfach irgendwann eine Auswirkung, dass du die jetzt immer die ganze Zeit auch vor dir siehst. Ja, genau. Also ich kann das einmal pro Episode, kann ich mein Buch befragen. Mhm. Und dann kann ich einen extra Clue kriegen. Aber das... Wird dich dann. Nur so mittelhilfreich dabei. Mhm. So, genau. Ja. Aber ich habe jetzt quasi den Misinformed als Misfortune. Und genau. Genau. Also ja, ich stecke das mit den seltsamen Symbolen in meine Tasche. Und hast du nur so ein leicht krumpeliges Krumpeln. Hier ist kein Platz. In dieser Welt. Das Buch versteht deine Tasche als seine Welt. Oder ihre Welt. Na gut, also ich packe das. Die Frau schaut sich denn so an. Was machst du da? Bücher. Zu viele Bücher. Ich nehme das magische Buch und stecke das magische Buch in meine Bauchtasche und stecke das merkwürdige Buch mit den Symbolen in meine Umhängetasche und sage so, besser? Warm. Aber nicht warm genug, um die Tasche wieder warm zu halten. Im Rätsel sprechen ist mir furchtbar. Das Buch beschwert sich darüber, dass es jetzt nicht mehr in seiner einheimischen Tasche sitzt, aber naja, man freut sich dann über doch ein bisschen körperliche Zuwendung, wie auch immer das aussehen mag. Tätsche so ein bisschen von außen auf meine Bauchtasche. Dann krummelt das Buch völlig leise vor sich hin und dann irgendwann wieder zufrieden. Wollte wahrscheinlich Mittagsschlaf machen. Ja. So, also Becky wollte sich ja auch noch umhören. So, nochmal bitte. Fokus. Soll ich mal würfeln? Genau, du wolltest jetzt, dein Vorgehen war? Ich gehe in die Esoterikabteilung. Esoterik, und, genau. Du schaust hinsichtlich Astrologiebüchern und sonst was. Aber, wobei Esoterik ist ja, wie gesagt, alles Farbe sortiert. Also Esoterik ist irgendwie gemischt mit allen möglichen Büchern, die auch vielleicht weniger esoterisch sind. Aber der Bereich des Regenbogens, der am esoterischsten ist, da bist du. Genau. Ich habe eine 8 gewürfelt. Also einmal eine 5 und einmal eine 3. Okay, dann ein Snoop-Move. Das heißt, wie gesagt, du warst auf jeden Fall erfolgreich, aber es gibt immer wieder Probleme. Entweder mit dem Hinweis selber oder während des Suchens als solches. Und ich beschreibe entsprechend die Compliance, aber Compliance, also die Schwierigkeiten. Und oh, was haben wir? Geschichten. Naja. Genau. Klingt doch halbwegs brauchbar, oder? Mal kurz gucken. Nicht, dass ich das für falsch interpretiere zur späten Stunde. Ich glaube, das wäre blöd und ich will eigentlich nur kurz ein Wort nachschlagen, damit ich keinen Quatsch mache.
Wir schauen, ob ich eventuell das in den Hinweis entwerte oder. Okay, du schaust dann entsprechend in diesen Regal entlang und du findest dann auch eben die verschiedenen Esoterik-Bücher. Aber was dir dann, du bist ja eben auch immer an Gerüchen, an Backen, an Ähnlichem und deswegen glaube ich, hat wahrscheinlich die Becky noch die feineste Nase, was Gerüche betrifft. Und du schaust, du stehst dann vor diesem Bücherregal. Das ist so ein pinkes Rosa am Bücherrücken aktuell hier. Mhm. Und du riechst Le Parfum du Piet an einem dieser Bücher. Mhm. Und ziehst es dann so raus und es hat eben so die verschiedenen astrologischen Auslegungen für Sonnenstand, Mondstand etc. Kram für Astrologie. Wie berechnet man entsprechend seinen Aszendenten und solchen Quatsch? Dann siehst du das Buch so raus und dir fällt dann so ein Papier raus, worauf mehr oder minder irgendwie die Handschrift von Millie drauf abgebildet ist, wo sie zustimmt, dass sie von euch reingeredet wurde, damals bei der Schulbehörde, damals diesen Antrag einzureichen. Mhm. Das ist, ich werfe mal das englische Original mal in die Liste. Ich hoffe, ich habe es nicht völlig falsch zusammengefasst ins Deutsche. Also du riechst den Geruch von Shirley Isbert an diesem Buch und findest, wie gesagt, eine Imitation von der Handschrift von Millie. Ja, sie hat vergessen, den Antrag für was nochmal einzureichen? Nein, was ich verstanden habe, ist, dass sie sozusagen zugibt, dass sie daran beteiligt war. Genau. Also Admission of Guilt ist ja sozusagen ein Schuldbekenntnis. Genau. Mhm. Aber es ist eben falsch. Es ist halt imitiert, es ist eine Fälschung. Okay. Frau Shirley Isbert scheinbar möchte euch eine auswischen für den damaligen Thema. Mhm. Wäre auf jeden Fall der Hinweis. Und wenn wir schon von Millie gerade reden, du wolltest ja woanders sein. Wo bist du denn? Ich bin auf der Straße. Ich habe mir gedacht, heute ist doch Lauftraining. Dann nutzen wir das auch mal, dass wir da erstens mal durch die Stadt laufen, uns um die Stadthalle laufen und dann auch um das Schulgebäude rum. Da kann man ja auch ein bisschen schauen, wo das Büro ist, ob da die Fenster immer geschlossen sind, wie hoch das oben ist. Und zur Stadthalle oder zu dem Center oder wo? Was war jetzt genau? Ihr habt es akustisch nicht ganz verstanden. Wo gehst du in die Stadt? Ich laufe durch die Stadt. Ja. Und schaue mir eben die Stadthalle und vor allem aber das Schulgebäude genauer an, wo sie das Büro drinnen hat. Mhm. Während dem Laufen. Okay. Ja, du läufst dann so vorbei und dann läufst du mehr oder minder in eine Person rein, würde ich sagen. So, Side Characters. Sean Wilbergi in örtlichen Summer Teacher. Ich muss mir gerade überlegen. Also der ist so mit einem purely botted florals Shirt, also irgendwie so ein gepunktetes Blumenmuster T-Shirt, hat so Cargo Shorts an, Sneakers. So ist so ein Hawaii Hemd Typ. Mhm. Ja, why not? Und die Sneakers, die so durchgelaufen sind, dass sie auf jeden Fall bald einen Ersatz brauchen, weil an manchen Stellen sieht man seine Socken. Mhm. Und das ist irgendwie so Bad Boat, was könnte das denn sein? Total Bad Dog. Board ist also in der hat einen Körper wie ein Vater, ein Dad. Okay. Halt meistens so ein bisschen. So leicht im Bauchansatz. Leichtes Bäuchlein, nicht super durchtrainiert. Genau. Mhm. So. Und hat einen wirklich sehr inspirierenden Schnauzbart. Mhm. Okay. Und er ist eben hier der örtliche Sommerteacher, also wahrscheinlich Aushilfslehrer für die Sommerbereiche. Er schaut aus wie Magnum. Ja, exakt. Exakt. Genau. Hat einen. Kennst ihn auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall ein Master Degree in General Studies und... General Studies? Ja, das steht hier so. Was? In General Studies? Mr. Wilbury is a substituted summer school teacher with a Master Degree in General Studies and a graph
but kind Deminor. Okay. Ja, ruppig, aber nett. Ja. Ja. Aber in General Studies gibt's nicht, aber ich finde es hilarious, dass es hier steht. Ein Grundschullehrerabschluss. Genau. Also quasi der Vertretungslehrer für die Sommerkurse. Ja. Sieht aus wie Magnum. Willi, worin läufst du denn hin? Die Augen nach vorne? Warum läufst du mir im Bauch? Guck dich dann so an. Ja. Entschuldigung. Was ist denn so interessant gerade am Gebäude vom Rathaus? Oh, ich dachte, da wäre ein Eichhörnchen. Eichhörnchen? Die sind doch so süß. Erinnerst du dich noch, wie letztes Jahr wir versucht haben, die Eichhörnchen entsprechend mit Erdnüssen... Ich dabei so um ihn rum. Er dreht sich immer so leichter, dreht sich immer um, gibt dann auf, dreht sich dann in die andere Richtung, um dir schneller wieder zu folgen, wenn du um ihn herumläufst. Fährt sich dann kurz über den Schnauzbart, meint dann nur, ja. Bin gerade mit dem Training. Immer am Laufen, immer am Rennen. Und bist du immer noch Kapitän vom Ruderboot-Team? Ja, und im Laufteam. Deswegen Training, Training, Training. Aber das mache ich nur so nebenbei. Das nächste Mal ist der Stabhochsprung, oder? Lacht dann über seinen schlechten Witz. Nee, das ist schlecht, weil man sich da leicht an den Füßen verletzt. Ja, und? Das hält sich doch nicht davon ab. So entgeistert an, so. Aber das hält sich doch nicht ab, dann zu rudern. Also. Da brauche ich auch die Beine. Das ist für den ganzen Körper. Sie sollten sich auch mal in ein Boot reinsetzen. Hab ich früher gemacht. Ich war früher in der Highschool, war ich zweiter Mat im Ruderteam. Das ist sicher schon lange her. Ja, natürlich, aber du wirst schon feststellen, man wird nicht besser. Man muss letztendlich auch schauen, dass man neue Stärken entwickelt. Man muss sich breiter ausstellen. Man muss alles mal studiert haben. Dann kann man nicht sehr gut. Ach, appalapap. Jack of all trades ist immer noch das Maß aller Dinge. Master of none. Und schockt dann so. Schau auch nicht fieskremig an, der Schnauzbart vermengt sich dann mit den Nasenhaaren. Naja, immer noch für eine Kessellippe offen. Ne? Und? Was? Egal. Und bist du immer noch in der Grundschule? Was? Schau ich so aus? Bin doch kein Baby mehr. Dritte Klasse, vierte Klasse, wer weiß das schon? Man will irgendwann einen Überblick. Naja. Und sonst? Alles gut? Ja, wie gesagt, ich bin mitten im Training. Marathon, Marathon, Marathon. Ach, der im Stadt? Ja, sehr schön. Und in welcher Nummer spielst du heute dieses Mal? Also spielst du jetzt in der Jugendliga schon oder noch in der Krabbelliga? Ich bleibe echt stehen und stein nur an. So richtig so. Was war doch ein Witz. Lach dann. Als ob man Krabbler beim Marathon zulassen würde. Nee, du. Aber mal ernsthaft, alles noch gut bei euch? Ja. Was sind denn die anderen? Du hingst doch immer mit den beiden anderen ab. Nicht im Training. Die laufen nicht mit. Hast du immer noch nicht überzeugt? Nee, die laufen eher mit dem Hirn. Wie mit den Beinen. Ah, also so Hirnjogging. Okay. Ah, ja. Ja, muss man auch machen. Sonst kommt man auch nicht vorwärts. Naja. Ich gehe 3-4 Schritte. Oh doch, geht. Als nächstes läuft doch da hinten. Ja. Bin immer wieder erstaunt, was für körperliche Fertigkeiten du hinkriegst. Du musst bei so viel Sport damit zu machen. Muss. Ich versuche so kurz wie möglich mit ihm zu reden, dass ich wegkomme. Der labert dir irgendwas voll. Aber du darfst, wenn du möchtest, gerne mal auf Move. Habe ich gleich die Social Clue-Probe? Oh, das ist schlecht. Hm? Eine 4? Oh. Mhm. Das, ja, war... Mit der Fähigkeit. Mit was für eine Fähigkeit? Mit der Fähigkeit dazu. Ist es insgesamt 4. Gut. Oh ja. Das ist echt mies. Überlege ich nur gerade, wenn du beim Snoop Move keinen Erfolg hast, habe ich dann wieder einen. Spielleitungsmove wahrscheinlich. Ja, du kannst eigentlich immer die Spielleitungsmove machen oder du kannst halt einen zusätzlichen Eldritch-Clou rauswerfen, wenn du willst. Mhm. Genau. Was ich noch an Eldritch-Stingern habe, vielleicht ist der Typ ja doch noch unheimlicher, als man glauben mag. Ah ja, das ist auch besser. Nee, Eldritch-Ding ist gerade gut. Das ist eine gute Idee.
Wenn du so um den Herrn Grundschullehrer auf Zeit, der in den Sommerferien entsprechend aushilft, herumläufst, siehst du so im hintersten Bereich deines Augenwinkels eine komische Gestalt, die einen seltsamen Schatten wirft, gerade um die Ecke gehen. Ich schaue dahin. Da war hinter der Ecke, um die Ecke verschwunden, an der Straßenseite. Ich würde einfach hinlaufen. Ah, hm? Ich habe da einen Bekannten gesehen. Ich wünsche einen schönen Tag. Was? Wie? Winkt dann, ciao, und du läufst dann um die Ecke. Die Straße ist relativ lang. Es gibt keine Tür. Also es ist einfach eine längere Passage, wo einfach nur Schaufenster sind, die alle geschlossen sind. Da kommst du nicht raus. Keine Seitengasse. Ist niemand. Ich würde trotzdem noch abwarten, bis der Lehrer weg ist und dann meine Tour weiterlaufen. Eldritch noch dazu packen. Ich habe das ein bisschen breiter interpretiert, aber du hast kurz den Schatten des Peddlers gesehen. Du denkst dir nur, okay, hier war doch gerade noch jemand, aber er ist verschwunden. Geht hier vor sich. Seltsame Sachen. Gut, dann haben wir... Ich glaube, die Eldritch Clues kann man doch auch verbauen, oder? Nee. Nee? Also ich weiß nicht, ob das Ding noch so diese übergreifende Verschwörungsgeschichte hat, aber zumindest in den... anderen Car von Brindlewood. Ja. Sind die nur sozusagen der Tracker für die. Ja. Für den übergreifenden Bogen dann. Aber sie sind halt cool. Ja. So. Und so steht Millie in der Straßenecke. Was hat sie da jetzt gerade gesehen? Ein Mann mit einem komischen Mantel, nämlich abgehalten. Einen seltsamen Schatten, der irgendwie nicht an einen Menschen erinnert hat. Seltsam, und er ist unmittelbar, als sie um die Ecke gerannt ist, schon verschwunden, wie im Boden wie im Erdboden verschluckt. Und was es in Shingleford noch vor sich geht, was man am Clawfoot River noch so findet, wie weit die Scouts um Lurchi, der nicht so heißt, noch herausfinden, um den Fluch von Shirley Isbeth entsprechend zu brechen. Und auch herauszufinden, was suchen wir überhaupt? Das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Bis dahin. Ja, den Post-Production-Cut, den ich machen kann. Und dann machen wir mal überlegen, ob wir noch Stars und Witches noch mit reinnehmen oder auslassen. Je nachdem. Ja. Gut. Ich fand das. Ich muss noch ein bisschen mich noch wieder richtig reingrufen in dem Setting, aber mir hat das auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht. Ich fand das Charakterspiel sehr schön. Ich würde mich freuen, wenn wir dann noch ein bisschen mehr von Becky und Millie sehen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich bin mal gespannt. Ich muss noch schauen, wie ich nochmal die Hinweise vielleicht noch vorher dann mehr auf Deutsch vorbereite, dass ich da nicht so viel simultan übersetzen muss. Hatte ich jetzt einfach zu wenig Zeit, das zu machen. Genau. Aber es fand es sehr schön. Besonders haben wir sehr viele interessante Sachen an Gegenständen, die wir hoffentlich dann auch mehr im Einsatz sehen werden beim nächsten Mal. Das würde ich mir auch wünschen. Und besonders die Abzeichen, wenn ihr diese Spielzüge dann spielt, wie sich das auswirken wird, weil ihr dann ja entsprechend auch eurem Charakter mehr Tiefe gibt. Genau. Das wäre schlicht und einfach das, was ich mir wünschen würde. Einfach mehr und tiefer, aber das war jetzt auch ganz gut, dass wir ein bisschen auch ins System reingefunden haben erstmal. Ich mag einfach immer diese gemeinsame, also diese Clubhouse Collection. Ich finde das einfach eine total coole Mechanik, weil man einfach so ein bisschen aufgefordert ist, sich mal kurz in die also sozusagen die anderen Charaktere, nicht nur so, ah ja, die gibt's auch irgendwo, sondern wirklich mal kurz zu überlegen, was sind das für Leute, was haben die da? Und dann hat man einfach immer gleich schon so eine Connection zu denen, obwohl man noch gar keine Szene gespielt hat, wo man alle zusammen hatte. So. Und ich finde es interessant, irgendwie mit dem, sozusagen so dieses Cozy Crime halt mit Teenies oder Cozy Horror mit Teenies zu spielen, und bin gespannt, wie das noch weitergeht. Und ich würde mir eine Szene wünschen, wo wir sozusagen auch als Charaktere miteinander sprechen. So. Das könnte eine, wie heißt die Cozy-Szene in diesem Spiel? Also vielleicht, ich habe vergessen, wer der Move ist. Das war den, der Crew-Move. Der Crew-Move, genau, vielleicht deswegen den Crew-Move machen. So. Das fänd ich cool. Und ich glaube, ich fände es cool,
wenn wir weniger... Also ich habe das Gefühl, wir haben diesmal relativ viel Zeit damit verbracht, halt zu überlegen, irgendwie Dinge spontan zu übersetzen oder zu überlegen, was heißt das auf Deutsch und so Bedeutungen zu klären. Und ich glaube halt am Ende, ich weiß nicht, ob das für dich einfacher ist, es eben schnell zu übersetzen oder ob das einfach, weil im Grunde kannst du dir ja auch einfach was ausdenken, wo du was für dich spontan passt als Spielleitung. Ja. So, weil ich da manchmal einfach das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen so ins Stocken geraten und man ist so aus den Szenen so komplett raus, weil das einfach relativ viel Zeit gekostet hat. Und das würde ich mir wünschen, dass es irgendwie beim nächsten Termin einfach ein bisschen, wir uns ein bisschen mehr aufs Spielen konzentrieren und ein bisschen weniger darauf, das jetzt alles korrekt zu machen, so genauso wie es im Regelwerk steht. Mhm. Weil ich glaube, die Grundmechaniken kennen wir ja, oder ich kenne sie zumindest. Ja. Und das haben wir ja auch gecheckt, das haben wir ja heute alles auch schon gemacht. Und aber jetzt gar nicht so super uns mit dem, dass wir da jetzt jedes Wort korrekt haben. Mhm. Genau, so. Das fänd ich cool. Und ja, ich würde auch gerne mehr noch von den anderen Charakteren sehen, dass die so ein bisschen... Also ihr dürft da gerne auch ausführlicher erzählen, wie das aussieht, wenn ihr was macht oder was ihr so denkt oder so. Das, Also dieses Charakterspiel untereinander. Ne? Also ich finde das... Ich habe jetzt schon öfters mit diesen Playbooks gespielt und ich finde, das fällt immer sehr in den Hintergrund bei den Dingern, dass man sehr viel diskutiert, was könnte man denn machen oder und Sachen so, ich weiß auch nicht, erzählt, anstatt einfach untereinander Charakterspiel zu machen oder mit den NPCs einfach hingehen, so, hey, wie geht's dir oder lass mal das und das tun. Aber ich glaube, das ist eine Sache von diesen Playbook-Geschichten, dass das anders das Roleplay ist, ich sag mal, wenn man jetzt Vampire oder sowas spielt, was sehr einfach story-erzähllastig ist. Es wird 3-4 Mal gewürfelt in der kompletten Session und der Rest ist einfach nur untereinander spielen. Hm. Ne? Kann das sein? Weil ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass es so war. Nee? Okay. Also der Punkt ist, die Playbooks wirken ja jetzt auch nicht so krass wie zum Beispiel im Vergleich zu Dungeon World, wo du wirklich einen Archetypen im klassischen Sinne mit nur, du hast nur diese Möglichkeiten, aber in den Kraft von Dungeon World hast du ja in der Regel nur eben diese einzelnen Bestandteile, diese Spezialmoves, aber ansonsten sind ja die meisten Moves identisch, also du kannst aber frei agieren. Ja. Okay. Ja, ich erlebe das auch anders. Mhm. Ich finde es allgemein ist gerade ein bisschen schwer noch greifbar. Mhm. Also weil wir uns so lange mit einem einzelnen Charakter beschäftigt haben. Ja. Und ich muss sagen, mein Charakter ist komplett das Gegenteil von Casey. Die hätte nie die Bibliothek betreten. Nie. Deswegen war mir klar, wenn du Bibliothek durchziehst, bin ich auf keinen Fall da. Mhm. Weil das Einzige, was du dann gehabt hättest, wäre eine gelangweilte Sportlerin, die am Tisch liegt und jammert, wie langweilig es doch ist und man kann nichts machen. Auch das wäre wär ja auch ein Dialog gewesen. Also ich finde, aber also erst, klar, wenn wir vorhin festgelegt haben, es ist Marathon und sie Sportlerin, läuft und macht Rudern, dann wird sie laufen. Was halt am allerbesten passt, wäre, dass sie versucht, ins Büro einzubrechen. Aber so weit wird jetzt direkt nicht gleich am Anfang gehen. Also ich denke, du kannst es jederzeit sofort machen. Wir spielen einen Two-Shot, du kannst sofort, du musst nichts aufsparen für irgendwann später, weil im Zweifelsfall haben wir keine Zeit. Und also ich finde halt, gerade in den Carve from Brindlewood-Spielen, es ist halt auch nicht so wichtig, dass wir alle das Gleiche machen. Es ist halt total okay, wenn wir teilen und du machst das, ich mach das, du machst das. So. Und dann uns hinterher in einer anderen Szene halt irgendwie gemeinsam unterwegs sind. Und das muss, also diese Bibliotheksszene war jetzt ja auch ein bisschen epischer, weil ich halt im Grunde noch eine Mechanik untergebracht habe, die ich eigentlich vorher hätte machen müssen und dann aber nicht vergessen hatte. So. Und Nein, und doch, das ist doch ein bisschen gar zu krass. Wir kriegen die Info und sie geht sofort einbrechen. Ja, wir sind doch erfahrene Scouts. Ja, es ist irgendwie nicht so 13-Jährige, bricht beim Direktor von der Volksschule ein. Ja. Deswegen wie gesagt, erinnere dich an Maple aus Gravity Falls, die hat ja auch selten lang gewartet und gepackelt. Also. Ich meine, schauen wir zumindest mal an, weil die zweite Idee war ja, was jetzt Millie hat, entweder wir klauen das ihr sofort
Oder wir machen irgendwas mit dieser, mit den Räumlichkeiten, dass es verschoben werden muss. Jetzt muss man mehr Zeit kaufen. Hm. Deswegen die Idee mit der Towns Hall und dann das Büro. Also ich denke halt, was bei dem Spiel wichtig ist, dass nicht zu vergessen, dass wir halt ein Ermittlungsspiel ist. Das heißt, dass wir schon gucken müssen, was immer wir tun. Und das Coole ist ja, wir können ja tun, was immer wir wollen, weil wir können ja bei allem, was wir tun, Hinweise finden, wenn wir ja wollen. So. Und wir können mit Leuten reden, wir können Orte untersuchen, wir können Bücher lesen, wir können, keine Ahnung, random, also alles machen, weil bei allem Hinweise sind, wenn wir sagen, wir würfeln jetzt da drauf. Und dass wir aber eben wirklich pushen, die Hinweise zu finden, weil wenn wir nicht die Hinweise finden, dann wird hinterher das auch total schwierig, diese Fragen zu beantworten. Mhm. Und aber das muss halt ja auch gar nicht immer eine epische Szene sein, sondern das kann ja auch einfach sein, ich quatsch mit jemandem und dann ist das eben Teil des Gesprächs. Und, genau, deswegen habe ich auch die Lehrkraft dahingestellt und habe gesagt, okay, die hätte ja was sagen können, es ist nur bei der Probe schiefgelaufen. Genau, das ist, glaube ich, das Einzige, dass man eben jetzt nicht in so einem Kampagnentempo denkt, von da können wir nochmal irgendwie die Zeit verschieben, sondern einfach sagen, wir müssen jetzt halt die Fragen beantworten, wir müssen also Hinweise finden und das auf der Metaebene halt klar zu haben und dann das Spielen eben drumrum zu gestalten, weil sonst spielt man, glaube ich, einfach gegen das Spiel und dann wird es einfach nicht rund, weil man ständig sozusagen die Mechaniken was anderes wollen als Das ist mir klar, weil es muss ja nicht immer mit Büchern sein. Nee, oder ich bin halt der Bücherwurm. Für sie ist eher so anpacken, deswegen eher an den Orten selber, wo halt die Action ist. Ja. Da kommen wir auch bestimmt nächstes Mal auf jeden Fall hin. Ja. Ich bin null gegen Action, aber den Bücherwurm nicht in die Bücherei zu schicken, wäre halt auch absurd gewesen. Eine Büchereiszene fürs Abenteuer ist okay, aber nicht das ganze Abenteuer in der Bücherei. So aufregend finde ich es dann da auch nicht. Aber wir haben die Farben sortiert, also das ist ja auch lustig. Ja. Albtraum. Und dann noch Bücher wegschmeißen. Ja, I mean. Vielleicht war es auch ein Buch vom Peddler, der es dahingestellt hat. Das kann ja auch noch so sein. Also das kann man sich alles wirklich reininterpretieren. Das ist das Schöne. Ja. Ja. Oh, ich fehle im Büro. Würdest du deine Bücherei nicht nach Farben sortieren? Wenn ich nie wieder was finden will, ja. Was mir noch halbwegs sinnvoll erschienen hätte, wäre, wenn du das nach Jahrgang machst. Das geht so ein neues Buch, hast, stellst das ans Ende rein. Wäre auch überlegen gewesen. Und dann kaufst du einmal ein neues Buch, was aber schon früher erschienen ist. Und dann hast du ein Problem. Nee, du machst das nach Zugang in die Bibliothek. Ja. Das heißt, aber du musst dann die ganzen merken, wie lange du Sachen schon hast. Das heißt, du brauchst nur in einer Ecke immer wegräumen für die Erneuerung. Ja, aber du musst ja merken, wann du die Sachen angeschafft hast. Das musst du mit eingeben ins System. Das ist immer mit die Nummern sind aufsteigend von dem Bestand. Also man schreibt es wirklich in die Bibliothekssysteme mit rein, wenn man was anschafft. Deswegen wäre so am einfachsten mit weniger Arbeit verbunden. Dann merkt man, dass Brigitte da der Beruf ist. Wie würdest du eine Bücherei aussehen? Nach Eingang oder nach Anzahl der wie oft das Buch ausgeliehen wurde, weil dann wäre es auch so, okay. Du musst es alle halbe Jahr umschlichten, sicher nicht für Arbeit. Ja, aber dann könntest du sagen, okay, das ist mindestens schon 20 Mal ausgeliehen worden, entsprechend sieht das schon so aus und dann müssen ja die Bücher so oder so erneuert werden, die Bücherei war. Ja, wenn man es seltsam macht, das wäre eine arbeitsleichte Möglichkeit zu sortieren. Ja. Bevor wir aber jetzt uns die fiktive Bücherei noch weiter einrichten, ich würde super gerne, dass wir nochmal so ein bisschen das sozusagen weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr seid vor allen Dingen so ein bisschen unzufrieden mit den Szenen, die wir jetzt hatten und ich würde gerne so mal so ein bisschen klären, was können wir denn dann morgen anders machen, damit es besser läuft und ihr auch das Gefühl habt, ihr habt, eure Charaktere können glänzen und Dinge tun, auf die sie Bock haben. Was gibt es irgendwie Szenen, die wir uns wünschen oder die ihr euch wünscht oder irgendwie Gespräche oder... Nee, ich meine, ich muss auf jeden Fall mehr vorbereitet haben, damit ich nicht so viel simultan übersetzen muss. Das bremst mich einfach massiv aus. Aber das werde ich jetzt, das ist meine Abendbeschäftigung, bis ich ins Bett gehe. Ich denke einfach, es war jetzt gerade nur der Kurzeinstieg. Also viel haben wir ja nicht gemacht. Ja. Nee. Das ist so. Ich finde es allgemein bei One-Shots oder so
kurzen Gruppen schwierig reinzukommen. Also wenn ich Kampagnen spiele, dauert das 2, 3, 4 Sessions, bis ich überhaupt meinen Charakter vernünftig spielen kann und auf die Leute eingehen kann und weiß, wie ich mit wem umzugehen habe. Das ist so ein allgemeines Problem, glaube ich, von mir. Gibt es denn irgendwas, was dir das leichter macht? Also, dass wir irgendwie... Einfach miteinander Roleplay, glaube ich, miteinander sprechen, statt jetzt so eine Szene... Ja. Dann packen wir euch beim nächsten Mal auf einen neutralen Boden, wo ihr alle eure Charaktere sagen könnt, okay, dann sind sie, genau, sind sie okay. Ja. Einfach im Clubhaus sozusagen uns wieder treffen und... Genau, ja, das wäre eine gute Idee, glaube ich, im Clubhaus und dann miteinander ein bisschen quatschen, was war. Oder im Umfeld von der Elementary. Ja, genau. Ja. Also ich mag den Lurchi sehr gerne, dass du dann auch immer betonst, dass er nicht so heißt. Und das ist so ein bisschen so ein. Das wird jetzt aber ein Gag für dieses Abenteuer. Ja. Das ist so ein bisschen wie der, dessen Namen wir nicht nennen. Gespannt. Da bin ich echt auf die Kommentare gespannt über Lurchi. Ja. Können wir den Crew-Move jederzeit machen? Also ist das so, funktioniert der wieder Cozy-Move, dass wir einfach sagen, wir sind jetzt im Clubhaus und also dann... Hier steht, while traveling between curses. Also wir sind eher noch zwischen den Abenteuern irgendwie gerade. Okay. Aber ja, auch seltsam. While traveling between curses, when you and at least one other scout share touching moments for discuss or discuss some personal history, you each clear misfortune und dann and then stumble on a clue. Okay, das finde ich lustig. Okay, ihr teilt, macht, aber ja, natürlich. Können wir das Haus regeln und sagen, wir treffen uns sozusagen im Clubhaus wieder und machen da einen Crew-Move? Ja. Dann haben wir denen auch mal gezeigt, wie der funktioniert, wenn der woanders sonst stattfindet und dann haben wir auch einen Anlass, uns zu unterhalten und können halt zusätzlich auch noch einen Clue kriegen, das ist doch auch. Genau. Thought in the scene should tell the navigator what the clue is. And dann dürft ihr sogar entscheiden, was das für ein Hinweis ist. Ja. And how they came up on it. Okay, and the clue cannot answer a question by itself. Okay, also der Hinweis darf natürlich nicht so sein, dass er unmittelbar die Frage beantwortet. Klar. Wer ist eigentlich Hilda? Scheint er wichtig zu sein. Ja, das ist mehr oder die, wie ist die Autorin bei Brandon Dolly, ich habe sie vergessen. Sind das so Jugendmasterin oder was? Oder irgendwie so Hilda, die irgendwas mit Lafort. War das nicht, war das nicht eine, die irgendwie in der Stadt hast lebt? Doch, oder? Und, in der Kur wird so oft ausgesprochen. Warte mal eben. Oder nicht? Oder ist das der Charakter? Ich hab, Delacour? Amanda Delacour. Ich hab Eike immer noch im Kopf vom Podcast, wenn ich versuche, mich daran zu erinnern. Das finde ich etwas, wie mein Hirn funktioniert. Ja. Also im Ding auf Seite 34 im Quickstart sagt es, Hilda ist anscheinend eine aus dem Ort gewesen und als wir aufgewachsen sind, hat die uns immer alle möglichen abgefahrenen Geschichten erzählt über übernatürliche Wesen und Flüche und was nicht alle. Ja. Und jetzt checken wir halt, dass das alles wahr gewesen ist. Und deswegen können wir halt einmal pro Fluch, also sozusagen pro Abenteuer sagen, das erinnert mich an eine von den Geschichten, die Hilda uns damals immer erzählt hat. Genau, dann geht ja in den Triumph. Und dann können wir halt diesen Move anwenden. Okay, also es ist im Prinzip so wie die Oma von Hilda aus der Serie Hilda. Eigentlich ist sie sogar daran angelehnt, könnte sein, ja. Ich habe leider Hilda nicht ganz so lange gesehen. Meine Tochter hat leider kein Interesse mehr an Hilda gehabt, deswegen habe ich sie nicht mehr weiterverfolgt. Ja. In der letzten Staffel kommt so nämlich raus, dass die Oma ihr das früher erzählt hat. Nicht spoilern. Nicht spoilern. Spoilert nicht. Das ist nur so nebenbei, plätscht es dahin. Ja. Aber ja, jedenfalls. Ich muss Hilda nochmal gucken. Okay. Noch mehr Aufgaben in meinem Hirn. Was gleich hier unterfällt. Gut. Ja. Okay. Also einmal den Hilda-Move, den werden wir auf jeden Fall bestimmt einmal spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil der ist mir da wirklich. Jetzt dürft ihr euch halt überlegen, was für eine Geschichte war das, um euch in diesem Moment zu helfen. Und ich habe noch einen Wunsch. Ich würde, dass wir den Scout-Move machen, also dass wir irgendwas Gefährliches machen. Ja. Also einbrechen wäre auf jeden Fall ein Scout-Move. Ich bin total für irgendwie ins Büro einbrechen. Oder wo wohnt die? Wohnt die nicht in diesem Bed and Breakfast? Ist die da nicht untergekommen mit den Schoolboard-Leuten?
Muss ich mal gucken, aber die Dingenskirchen, ja. Wie heißt sie? Shirley? Wenn die dort essen, dann könnte ja unsere Becky die vergiften. Dass sie Durchfall kriegen. Sowas. Ja, stimmt. Shirley war im Bed and Breakfast, ja. Dann können wir in ihr Zimmer einbrechen und danach Hinweisen suchen. Ist auch super. Da findet sich bestimmt was. Also Casey findet das bestimmt nicht super, aber ich finde das super. Genau. Nee, ja. Macht was Gefährliches. Doch abgefahren, dann wäre natürlich, wenn ihr das richtig, richtig gefährlich macht, also wirklich töricht dumm, dann wäre es ja der Eldritch-Move. Das wird dann auf jeden Fall Mal, wie weit es geht. Also wir können gerne als Wish sagen, wir wollen mindestens jeden einzelnen Basic-Move einmal gespielt haben. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Also das heißt, ja. Wir müssen im Grunde mindestens einmal oder zweimal was Gefährliches machen. Das kriegen wir hin. Dann fangen wir an mit dem Crew-Move, dann kommen wir auch rein, können uns eingrooven in die Genau, Figuren. Ja. Und den Hilda-Move gucken wir halt, ob wir den unterbringen. Das muss ja auch irgendwie passen. Also wir haben ja auch noch unsere ganzen Playbook-Moves da. Ich glaube, so oft würfeln wir, glaube ich, gar nicht, dass wir da alle im Ernst Zeit für haben, die alle unterzubringen. Trotzdem fangen wir erstmal so ein bisschen mit Fluff an und dann arbeiten wir uns vor. Für das Ganze das ist doch 1,5 Stunden, das ist schon ziemlich zackig. Ja. Aber wir wissen ja seit Cowboy Bebop, ich kann euch, wenn ihr wollt, auch einpeitschen. Ja, aber das ist was anderes. Da, ja, da war es. Wie das Pacing ist in der Serie und alles. Ja. Das ist ganz anders. Ja. Wir haben ja das Anime-Ding gespielt und da war es wirklich so, okay, wir spielen jetzt wirklich das Spiel so auf dem Prinzip, okay, Fast Driving Car. Das war was ganz anderes. Da kriegt man 2 Stunden locker hin. Ja, nee, wir haben hier ein bisschen mehr Zeit, aber wir werden es auf jeden Fall nicht mehr schaffen, bin ich mir ziemlich sicher. Sonst haben wir ja schon 2 Hinweise und damit habt ihr potenziell schon die Frage, wenn ihr sie abräumt und dann nochmal 6 Hinweise für den eigentlichen Fall. Das kriegen wir hin. Besonders wenn ihr, wie gesagt, dann auch Clues bekommt, wenn ihr einfach nur cozy seid zueinander. Ja. Ja. Und euch eigene Hinweise ausdenken dürfen, was ich eigentlich gar nicht mal so einen schlechten Spiel zu finden, am Motto, das, was das Abenteuer nicht vorgesehen hat, beziehungsweise noch dazu kommen könnte, das macht das Ganze interessant offen, weil das gibt natürlich noch mehr Empowerment Richtung euch.